Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel und heute ist Sonntag, der 28. April. Wir haben 9.28 Uhr. Ich bin eigentlich noch im Urlaub, aber ich mache hier eine kurze Zwischenstation. Ich wollte auch diesen Film machen, denn wir sind beim Index in einer ganz interessanten Landezone. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, was jetzt da passiert. Bevor ich zum Index gehe, folgendes nochmal. Das ist am nächsten Montag. Am 6. Mai um 18 Uhr findet ein kostenfreies Webinar statt mit der Börse Frankfurt. Da geht es um den Stochastikindikator plus dem Wunschkonzert, was sich mittlerweile größerer Beliebtheit erfreut. Ihr könnt euch vorher Aktien wünschen. Das könnt ihr machen, entweder bei der Börse Frankfurt, dass ihr den Mail schickt, oder mir ein Mail schickt, oder im Facebook-Chat DAX-Trader von Finanzen.net habe ich so einen kleinen Thread aufgemacht, wo man das draufschreiben kann. Ich gucke mir die dann am Montagmittag an, sodass sie dann also ganz frisch sind für den Montagabend. In dem Webinar geht es, so wird es aussehen, geht es darum, ich stelle euch mal den Herrn Lane vor, das ist ja der Gute hier. Ich erkläre euch, was ein Position in Range Indikator ist. Ich will euch eigentlich zeigen, woher kommt die Stochastik, wie ist sie entstanden. Und was kann ich damit tun und wie kann ich es händlerisch festlegen? Was sind die verschiedenen Stochastiken, Fast und Slow? Und wo kann ich meinen Nutzen daraus ziehen? Das sieht man dann hier mit diesen Pfeilen, was man damit machen kann. Das ist also das Webinar mit der Börse Frankfurt am 6. Mai und das ist kostenfrei. Dann gibt es noch zwei Plätze für das Skype-Webinar am 11. und 12. Das ist dann auch nächste Woche. Ist das nächste Woche? Ja, genau, nächste Woche. Da kann man sich dann anmelden unter schlegel-trading.com. Da stelle ich euch dann diesen 5-Punkte-Plan vor. Das ist das, was ich mit den Webinaren bei der Börse immer in Kurzform gemacht habe. Aber jetzt gehen wir mal in den Index. Here we go. Für meine Verhältnisse sehr viele Linien. Aber das muss ich machen. Fangen wir an. Wir haben hier vom All-Time-High kommend den Downtrend, den vertikalen Downtrend. Ich gebe ja nicht so viele. Ich bevorzuge die horizontalen Linien. Aber das ist absolute Geschmackssache. Ich liege besser mit den horizontalen als mit den vertikalen. Wie auch immer, dieser Trend ist erstmal gebrochen. Der liegt jetzt hier bei ganz grob 12.200. Liegt dieser Downtrend, den haben wir überboten. Jetzt um 130 Punkte. Schick. Wir haben weiterhin hier die Fibos. Und zwar vom All-Time-High kommend bis runter in die Dezember-Lows. Und da sind wir ziemlich genau, ich mache das mal ein bisschen breiter, ziemlich genau auf dem 61,8er Fibonacci Retracement sind wir fast punktgenau drauf. Ich hatte in der letzten Folge geschrieben, Platz hat er bis 12.331. Ich glaube, er ging 19 Punkte höher. Ja, bisher. Ja, so muss man es formulieren. Bisher. Dieses Kästchen hatte ich auch das letzte Mal benutzt. Das ist diese Landungszone. Jetzt gehe ich ein bisschen näher ran, damit man das noch besser sieht. Fangen wir mal an. Gleitende Durchschnitte, alles in Ordnung. Wir distanzieren uns deutlicher von der 200-Tage-Linie, auch in Ordnung. Kann ich so nicht meckern, ist fein. Die Bänder waren aufgegangen, hier, hier, und jetzt dreht das untere, das tut sich schon seit 4 Tagen, sind hier ist das untere, also das der Bewegung entgegengesetzte Band hat gedreht. Das war so ziemlich genau bei 12.220 an diesem Tag hier. Und das ist für mich eigentlich immer ein Indiz dafür, dass der Markt entweder eine Seitwärtsphase einläutet oder eine Korrekturphase. Das heißt, das ist schon mal ein Widerstand. Der nächste Widerstand kommt hier vom oberen Band. Da sind wir bei 12.420, 30. 12.430 ist der nächste Widerstand. Und dann gibt es natürlich hier diesen Trendkanal. Ja, und den Trendkanal, der liegt jetzt hier am Montag bei 12.489. Den haben wir die letzten beiden Male nicht ganz ausgefüllt. Das ist auch die Frage, ob man den so zieht oder ein bisschen weiter runter nimmt, vielleicht über solche Kerzen hier. Aber das ist auf jeden Fall eine Verbindung hier oben mit dem oberen Bollinger Band. Dann haben wir ein MACD, was langsam abflacht. Das heißt, die Kraft geht ein bisschen raus, sagen wir es mal so. Gefällt mir nicht so gut. Und wir haben einen Indikator, der nach wie vor sehr hoch ist, der bereits seit dem 3., seit diesem Tag hier gilt er als überkauft, seit 12.025, aber er hat noch kein Verkaufssignal gegeben. Das Verkaufssignal, und auch das werde ich beim Webinar erklären, entsteht, wenn wir hier unter die 80 gehen. Sind wir noch nicht. Wir sind bei rund 89, naja, wir sind bei 90. Der gefällt mir aber auch nicht. Der bietet einfach nicht mehr so viel Potenzial, aber es ist noch kein Verkaufssignal. Ich gehe mal ganz kurz mit euch auf die Woche. Hier ist die Woche.
Ja, es ist fast wie an einer Schnur gezogen nach oben. Jetzt verschiebt sich natürlich dieser Trendkanal, da bitte mal nicht so genau drauf schauen. Aber auch hier, wir sind schon sehr hoch im MACD und der Oszillator ist auch hier in einem absoluten Extrembereich, aber noch kein Verkaufssignal. Ja. Hier fällt mir nur auf, dass der Bewegung entgegengesetzte Band, das untere, geht in die waagerechte. Das heißt, ich gehe auch hier davon aus, dass wir tendenziell hier hochgehen werden und ich bleibe insgesamt bei meiner Meinung, dass wir auf Sicht 30. Juni tiefere Kurse haben werden als das, was wir hier momentan sehen. So, was mache ich mit dem Zeug hier? Also ich finde, ja, er hat das gemacht, was er machen sollte, hat die 12.331 ausgefüllt. Ich habe diese Bewegung hier überhaupt nicht mitbegleitet. Gar nicht. Kein bisschen. Gut, jetzt war ich auch im Urlaub, aber das sind gerade mal 400 Punkte gewesen von hier. Deswegen, ich war da nicht dabei. Ich habe mir gedacht, es gefällt mir nicht. Einzelaktien sind nach wie vor, finde ich, wesentlich spannender als der Index selbst. Wie auch immer, schauen wir uns mal Call an. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, ich ziehe das mal hier rüber, dass wir hier noch ein bisschen hochgehen und sogar das obere Band ausfüllen, beziehungsweise den Trendkanal. Da wären wir so ganz grob bei 12.480. Steigt jeden Tag ein bisschen. Aber den Mut habe ich nicht zu sagen, ich nehme jetzt hier irgendwie K.O.-Schein oder knapp unter der 20-Tage-Linie. Ich habe mich für den hier entschieden. Das ist ein 11.770er. Da sind wir unterhalb von dieser Linie, dieser horizontalen Linie hier. Sind wir drunter. Da würden wir hier auch nochmal aufsetzen. Also bei 11.800. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, wenn ich überhaupt einen mache, aber ich glaube das nicht. Ist, dass dieser hier 11.770, ein Open-End-Schein von Goldman Sachs mit der Kennnummer GA4G3Y. GA4G3Y. Das ist ein 22er Hebel, das ist eine absolut okay Option, hat auch ein bisschen Sicherheitsabstand. So, und jetzt schauen wir nach dem Put. Ich habe gesagt, ich mag lieber die horizontalen Linien. Da habe ich hier die erste. Da sind wir bei, im Bereich 12.450. Das wäre mir ein bisschen zu knapp. Ich muss über diesen Schnittpunkt drüber gehen. Und da kann ich natürlich so ab 12.500 anschauen. Aber das wären dann schon sehr heiße Optionen. Deswegen ich gehe über die 12.600. 12.600, was haben wir denn da? Den hier bietet sich an. Das ist ein 12.603er. Es ist ein Open-End-Schein, das heißt, die Basis wird jeden Tag angepasst nach unten. Ja, 12.602, 01, 12.600. Das ist momentan 45er Hebel, ebenfalls von Goldman Sachs. Das ist die GM3LD4. Das wäre der Schein, der dafür in Frage käme, als Put. Jetzt die Frage, wann würde ich in einen Put investieren? Nach wie vor, ich habe hier kein Verkaufssignal. Hier noch nicht, ja. Das ist ein seitwärts leicht korrektives Signal, das ist leicht negativ, das ist hoch, aber ohne Verkaufssignal. Ich warte jetzt auf ein Umkehrsignal. Umkehrsignal kann sein ein Shooting Star. Ja, sowas hier hinten zum Beispiel. Shooting Star oder ein Doji oder ein Black Marabouzou. Solche Geschichten, das kann das sein. Da muss ich drauf warten. Ich kann das verstehen, wenn da ein bisschen Ungeduld dabei ist. Begleitet mich auch ein wenig. Aber wenn ich jetzt schon Puts kaufen will, kann ich nicht die volle Position machen. Das wäre viel zu riskant, sondern dann gehe ich eher in den Bereich Schnüffelstücke, um in den Markt reinriechen zu können. Sprich ein Zehntel oder ein Fünftel dessen, was ich vorhabe zu tun, wenn ich einfach keine Geduld habe. Ich warne davor, hier eine volle Position schon aufzubauen. Das kann nochmal da hochgehen. Deswegen, ich werde das wahrscheinlich tun. Auch wenn ich nicht da bin in den nächsten Tagen, ich werde mir hier oben Limite reinlegen, so etwas über der 12.400 wäre ich gern dabei, eben ja, hier mit so einem Put 12.603. Aber nur als Schnüffelstück, erst wenn diese Umkehrkerze kommt, dann gehe ich davon aus, dass wir tiefer gehen. Diese Umkehrkerze kann uns führen bis zu dem Bereich 12.025 oder sogar bis hier runter 11.800. Das wäre dann die Verbindung aus diesem Punkt hier, aus diesem kleinen Zwischenhoch. Und dann dem Trendkanal. Da das untere Wollinger Band auch weiter steigt, kann ich mir vorstellen, dass die 11.800 in erster Linie eine ganz gute Unterstützung ist. Aber man muss jetzt hier jeden Tag mit solchen Bewegungen hier oder hier rechnen. Das ist keine Einbahnstraße. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Aber das wird, glaube ich, eine ziemlich interessante Woche.
Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.